Wir haben heute, was heißt heute, er ist neben uns, Apostel Matthias. Eigentlich für viele ein unbekannter Apostel. Ich finde es aber traurig, dass es auch Deutsche gibt, die nicht wissen, dass dieser Apostel in Deutschland aufbewahrt ist, aufgebahrt, in Trier. Na gut, das wissen auch die anderen nicht, die Schweizer und die Franzosen und die... Warum ist er denn dort? Denn man sagt, oder es ist so, dass die Gebeine des Apostel Matthias mehr als 250 Jahre nach seinem Tode im Auftrage der Kaiserin Helena, die Mutter von Konstantin, Kaiser Konstantin, das aufgefunden hat in Palästina und vom Trier Bischof Agritius nach Trier überführt worden ist. Dann haben sie es vergessen. Es blieb in einer Gruft, man hat es wieder vergessen. Und im Jahre 1127 wurden die Jahrhunderte verschollenen Reliquien des Apostel Matthias in der Benediktinerabtei St. Matthias in Trier aufgefunden. Interessant ist, ganz vorne, da ist die Krypta vom Apostel Matthias mit den Reliquien. Vorne dran sind auch zwei große Särge. Und da in den Särgen sind der heilige Valerius, und links heilige Eucharius. Die zwei Heiligen in Trier wurden noch vom Apostel Petrus geschickt. Jetzt nicht unbedingt Deutschland, sondern einfach Europa, wie man das will sagen. Und das war dann Deutschland, Trier. Also schon ein Schmuckstück, mein geistig. Ich weiß, heute sieht man halt Amtskirchen, vielen Amtskirchen, nicht mehr diese tiefe, wie soll ich dem sagen, ja, aber die Tiefe nicht mehr im Herzen. Trotzdem, die Liebe ist noch da. Da möchte ich dazu noch sagen, also wie gesagt, es war die Helena, die Mutter vom Kaiser Konstantin. Konstantin liebte seine Mutter so sehr, dass er sie auch zur Kaiserin machte. Und ihr Andersgläubigen. Jesus hat dasselbe gemacht mit seiner Mutter. Hat sie auch zur Kaiserin gemacht. Oder sollte Gott weniger tun als Kaiser Konstantin? Früher war Trier ein großer Wallfahrtsort. Viele sogar machen sich zu Fuß auf nach Trier. Es war eigentlich so, der Matthias Gebeine soll in Rom in der Basilika Santa Maria Maggiore bestattet und dann in Teilen mit Unterstützung von der Kaiserin Helena durch Bischof Agritius nach Trier gebracht worden. Als dann das wieder bekannt wurde, dass da der Apostel Matthias, die Gebeine da sind, das Haupt, da hat natürlich
Rom oder ist Rom erschrocken? Der eine der Apostel, von dem sie nichts mehr wussten, ist also in Trier bestattet. Daraufhin, das war in der Zeit, als die Katakomben geöffnet wurden. Da gibt es natürlich Reliquien. Hamas, die waren noch echt von den Katakomben. Und die waren so voll mit Reliquien. Und weil das ein Apostel ist in Trier, kam der Papst, Papst Eugen III., kam mit dem ganzen, ja, man sagt, Tross nach Trier. Mit einer Wagenladung von Reliquien. Mit ihm ging auch der berühmte von Glevu. Genau, von Glevu. Das war zur Zeit von der Hildegard, der heiligen Hildegard. Und die Hildegard war in diesem Moment, war sie von der Kirche, ist doch eine Frau, die predigt, eine Frau, die sich erlaubt. Und so hat eigentlich auch der Papst zuerst gedacht über die Hildegard. Sie wurde sogar in den Bann gesetzt. Aber Bernhard von Clairvaux, dieser berühmte Wundertäter und Ordensgründer, der hat dem Papst Eugen gezeigt und gesagt, dass die Hildegard von Gott berufen ist. Und der Papst Eugen hat dem Bernhard von Clairvaux geglaubt. Und warum? Papst Eugen war ein Schüler von Bernhard von Clairvaux. Es ist interessant, weil der Bernhard von Clairvaux dem Papst geschrieben hat, hat immer geschrieben, mein lieber Sohn und Vater. Da lese ich, während eines mehrmonatigen, stellt euch vor, mehrmonatigen Aufenthalts in Trier, weihte Papst Eugen III. Im Jahre 1148 die neue Kirche und anerkannte den Kult, den der Trier Erzbischof förderte, wegen den andauernden Rangstreit mit den Kölner Erzbischofs oder Erzbischöfen. Denn Köln ist das Erzbistum, das war das oberste Ding, was es gibt in der Kirche. Aber jetzt hat man Trier einen Apostel. Jetzt ist Trier eigentlich so Design Nummer 1. Man hat es sogar in dem Moment genannt, folgendermaßen genannt, zweites Rom. Übrigens ist das Matthäusgrab in Trier das einzige Apostelgrab nördlich der Alpen.